Hallihallo, meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich meine Juli-Favoriten. Ich habe euch ja meinen Anti-Haul hochgeladen und da dachte ich, zeige ich euch auch nochmal die Produkte, die ich diesen Monat geliebt habe und würde sagen, wir starten. Das erste Produkt, das ich euch zeigen möchte, trage ich auch heute auf den Lippen. Den habe ich relativ neu und zwar von ColourPop, den Ultra Satin Lip, also kein matter Lippenstift in der Farbe Little Stitches. Den habe ich bei Shanxo entdeckt und habe mir den letztens dann mitbestellt und dachte, der sieht doch süß aus und habe den jetzt öfters getragen, auch auf der Arbeit. Und ich liebe ja die Formulierung der Ultra Satins, aber der ist einfach so süß. Es ist so eine schöne Farbe, dass ich mir den unbedingt auch anschaffen wollte. Ja, also wie gesagt, das ist ein ganz toller Alltagston, der recht, also meiner Meinung nach, so gut zu jedem passen dürfte und zu jedem Augen-Make-up passen würde. Der kostet $6 oder $9. Also wenn ihr mal wieder bei ColourPop bestellt, schaut euch den auf jeden Fall an. Dann ein großer weiterer Favorit von mir, habt ihr auch schon in dem Video gesehen, und zwar in meinem Sephora Deutschland Haul von der Sephora Eigenmarke. Die Cream Lip Stains. Und im Speziellen ist diese Farbe hier mein Liebling. Das ist die Farbe Nummer 33. Der ist einfach so cool. Also es ist so ein taubfarbener Nudeton mit pinkem Unterton. Also der gefällt mir ganz, 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 ganz toll. Den habe ich auch letztens, glaube ich, in einem Foto, das könnte ich euch einblenden, habe ich den drauf gehabt und die sind einfach super, also die sind nicht so teuer und ich finde die wirklich richtig cool. Also die kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, so wie ich es mir vorher eigentlich schon gedacht habe. Aber diese Farbe hier ist einfach der Burner. Dann hatte ich mir vor kurzem bei dem Make-up Spot ein paar Sachen bestellt, unter anderem auch von Milani, und da war dieser Blush hier dabei in der Farbe 05 Coral Cove. Das sind ja diese Rosenblushes, die sind so cool, und das ist so eine 3D-Rosenoptik, also die sind so cool. Und das ist mein erster Milani-Blush. Ich hatte ja vorher so diese Flower Beauty-Blushes, die auch so sind wie diese Rosen, aber die sind so cool und der ist ja so pigmentiert. Also ich gehe mit meinem Blushpinsel drauf und ihr seht sofort, also ich hoffe, dass man es erkennen kann, ist da Farbe drauf. Und ich mache es jetzt mal fürs Video, aber guck mal. Also du siehst richtig, jetzt im Spiegel ist es noch schlimmer, dass es hier einfach wirklich diese Farbe ist. Also im Spiegel sehe ich gerade aus wie ein Clown. Die lassen sich so toll verteilen im Gesicht, aber worum es mir eigentlich ging, war halt jetzt, wie gesagt, die Pigmentierung. Die ist, ja, schaut es euch an. Die ist so cool, also das hat mich wirklich umgehauen. Ich kann es euch, wie gesagt, mal verlinken unten die Seite. Ich habe mir auch einen Lidschatten-Quad von dem bestellt, was ich auch wirklich gut finde. Also das kann ich euch auch empfehlen. Aber den wollte ich euch zeigen, weil den habe ich jetzt die ganze Zeit benutzt. Und die sind einfach voll cool und die sehen so süß aus. Dann ein neues Produkt, was aber ja, einfach voll cool ist, und zwar von Gérard, das Lay All Day Setting Spray. Kann sein, dass ich euch das andere in Melon schon gezeigt habe, aber das ist Coconut und das ist einfach nur aus dem Grund, weil es so geil nach Kokosnuss riecht in meinen Favoriten. Das habe ich jetzt schon voll oft benutzt, wie ihr seht, ist wohl was weg. Das ist ein tolles Setting Spray. Ich kann da wirklich gar nichts dagegen sagen. Das ist nicht so teuer. Jetzt habe ich, wie gesagt, diese zwei Großrichtungen und ich will mir noch ein paar kaufen, aber ich finde das einfach voll cool. Aber das riecht so frisch, wenn ihr das mit rausnimmt, jetzt bei dem warmen Wetter zum Beispiel, oder ihr sitzt im Büro und seid so, ich sag immer, ich bin so wie so ohne Flüssigkeit mehr oder so, oder ich fühle mich so richtig, weiß nicht, das Gesicht fühlt sich nicht so toll an, nimmt das mit und sprüht das auf. Das ist wie so eine Art Kick für euch im Büro dann einfach. Also wie als wenn das aufs Gesicht kommt und dann so lädt sich das wieder auf und du bist einfach wieder voll dabei, weil das so geil einfach nur riecht und es ist halt auch schön erfrischend, ne? Dann etwas, was ich jetzt hier in der neuen Verpackung habe, aber ich habe davon schon fünf oder sechs jetzt benutzt, und zwar ist es von Ebelin für unter die Augen, um den Lidschatten aufzufangen.
Das sind so kleine durchsichtige Pads. Die klebst du dir hier unten hin und die finde ich so cool. Die heißen auch sogar, glaube ich, Schminkhilfe mit Cooling-Effekt. Also den Cooling-Effekt habe ich jetzt nicht gespürt, aber die sind richtig cool. Da nehme ich mir auch immer dann gleich so ein Päckchen mit, wenn ich in der DM bin, weil ich das echt toll finde. Und ich habe meine 5-mal benutzt, bevor ich sie weggeschmissen habe, weil dann irgendwann bleibt es auch einfach nicht mehr dann da drauf. Aber die sind wirklich cool und ja, einfach eine coole Sache, weil ich bin eigentlich so eine Person, ich mache erst mein Gesicht und dann meine Augen. Und das schützt es dann einfach echt cool. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Haarprodukte, die ich euch empfehlen möchte. Aber dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen, dass meine Haare nicht mehr so gelbstichig sind, wie sie am Anfang waren. Und zwar habe ich bei Müller diese Marke entdeckt. Und ich habe das vorher auch nicht, meine noch ein bisschen nass, vorher noch nichts davon gehört gehabt. Also ich habe das einfach mitgenommen, weil mich die Verpackung ehrlich gesagt angesprochen hat. Und zwar von der Marke Lee Stafford. So sehen die aus. Das sind Bleaching-Produkte in der Hinsicht. Also hier haben wir einmal das Shampoo und das ist der Conditioner. Das heißt Bleach Blondes, Pro Blonde Complex for Bleached or Highlighted Hair, Knocks Out Brassy Yellow Tones. Was es tut. Und hier steht, glaube ich, genau dasselbe drauf. Genau, nur das ist, wie gesagt, der Conditioner. Und ich habe mich von der Farbe anziehen lassen und habe aber dann halt gesehen, okay, Conditioner, und habe dann das Shampoo dazu gekauft. Und ich habe beim allerersten Mal, als ich das benutzt habe, das als richtiges, also so als Shampoo benutzt, wie ich mein Shampoo benutzen würde. Und zwar musste ich zwischen 2- und 3-mal waschen, bis es wirklich gewaschen ist, mein Haar, weil es einfach so, ach ja, ich weiß nicht, oder ich werde ja auch hier immer so schnell, ja, fettig eigentlich, schon nach 2 Tagen oft, aber ich gehe mir auch so oft durch die Haare und wenn ich mir das Dupp dann halt mache oder auch wenn ich schlafe hier auf der Seite, hier am Ohr, wie gesagt, werde ich immer schnell ölig und da habe ich das einfach dann dafür benutzt und bin aus der Dusche, habe das Handtuch dann weggemacht vom Spiegel und ich dachte, was hast du denn gemacht? Und da war hier wie so eine Art Graustich, was aber kein Grau ist, sondern was halt der Blondton ist, den ich beim Friseur bekommen habe, nur nicht mehr so gelb. Also so an einzelnen Stellen ist der Gelbstich noch da. Oder gerade hier oben an diesem Übergang von meinem Haar in das gebleachte Blond. So war eigentlich mein ganzes Haar. Und das war dann, wie gesagt, dieser Graustich einfach da. Und ich dachte so, oh mein Gott, scheiße, was hast du gemacht, ne? Und dann habe ich das aber nochmal benutzt gehabt. Und nach dem Föhn sah das dann einfach so cool aus. Und das habe ich jetzt schon 2-3 Mal gemacht. Habe allerdings, aber weil ich das, anscheinend ist das so stark, habe ich das nur einmal benutzt. Also ich habe meine Haare vorher gewaschen mit einem normalen Billig-Shampoo. Und dann habe ich das benutzt und danach den Conditioner. Den lasse ich halt auch immer echt schön drin und mache dann so andere Sachen. Gedöns hier, rasieren und Clarisonic und sowas. Und dann spüle ich das aus. Und ich bin davon total begeistert. Und wie gesagt, ich kannte die Marke nicht. Wie gesagt, sie heißt Lee Stafford und kommt aus London. Ihr kriegt relativ viel, aber ich glaube, dass ein so ein Ding kostet auch 11 Euro oder 13 Euro. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Aber finde ich halt echt cool und es hat funktioniert, wie gesagt. Also ja, für alle Mädels, die blond sind und ein bisschen Probleme mit dem Gelbschicht haben, schaut euch auf jeden Fall diese Marke an, weil die ist wirklich gut. Und wie gesagt, wenn ihr das jetzt nicht 3-4 Mal bei jeder Dusche benutzt, wird euch das auch noch eine Weile halten. Also ja, wie gesagt, ich fand das recht cool, von der Verpackung angezogen gelassen und hab's geliebt. Ja, mehr Produkte habe ich euch auch nicht zu zeigen, da ich ja schon vor ein paar Wochen Tops und Flops hochgeladen hatte. Das waren aber nur so, was halt jetzt gerade im Moment, sage ich mal, ist. Aber das sind jetzt so die Sachen, die ich diesen Monat speziell wirklich durchgehend benutzt habe, um zu sagen, das sind meine Favoriten im Juli gewesen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr freuen. Und falls du mein Video schaust und bist noch kein Abonnent von mir, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Und hoffe, du fühlst dich auf meinem Kanal dann wohl. ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als macht's gut, meine Lieben. Ich hab euch lieb. Tschüss.